Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Unboxing von mir. Und zwar, hier hinten seht ihr den VX600 von Kingjoy. Das ist so ein Stativdolly, so ein Rollwagen. Und in dem Video möchte ich euch einmal zeigen, dass es oft Produkte gibt von verschiedenen Herstellern. In dem Fall ist das Nuon und Kingjoy, die aber quasi baugleich sind. Das ist öfter so bei chinesischen Marken. Und ich habe mir hier mal noch, weil ich noch so einen Stativwagen benötige, noch so einen von Nuon besorgt. Das ist das gleiche Modell, das werdet ihr gleich sehen. In diesem Video habe ich außerdem einmal ausprobiert, wie das Ganze hier mit einem Richtmikrofon so tontechnisch sich anhört. Der Ton wird also etwas anders sein als sonst. Ich öffne jetzt hier erstmal direkt die Verpackung. Ich nehme da jetzt mal direkt den Inhalt raus. Und wir haben hier auch wieder so eine Box dabei. Das war auch beim Kingjoy Modell so. Und jetzt öffne ich das Ganze mal. Denn jetzt schauen wir uns das Ganze hier mal gleich an. Wir haben ja auch wieder die Kurzanleitung. Die brauchen wir definitiv nicht. Das ist selbsterklärend. Und die Tasche lege ich vorerst auch mal beiseite. Das hier ist das Ganze, das nehme ich jetzt hier mal heraus. Und jetzt, ihr könnt jetzt schon direkt selbst sehen, dass die quasi baugleich sind. Also ich drehe das mal, damit ihr das sehen könnt. Ihr seht hier, es gibt hier ein rotes Logo, das gibt es hier auch. Da steht halt Nuon, da steht VX600. Wir haben hier den Crepe, wir haben hier dieselben Schrauben, wir haben auch dieselben Schrauben hier, dieselben Lockpins haben wir hier. Und bei den Rollen ist das auch gleich. Da sieht es folgendermaßen aus. Das hier sind die Rollen, die sind auch baugleich. Ihr seht hier die Schnapper und alles. Das ist wirklich baugleich. Das heißt, bei chinesischen Produkten ist es öfter mal so, dass man da von unterschiedlichen Herstellern die kaufen kann. Die sehen dann gleich aus. Manchmal ist der Preis auch einmal höher und einmal niedriger, aber es sind wirklich die gleichen Produkte. Das hier ist jetzt quasi so ein kleiner Beweis gewesen. Einmal hier VX600 von Kingjoy, einmal von Nuon. Das ist der gleiche Hersteller, die kleben hier einfach nur ihre Labels drauf. Die Qualität ist aber die gleiche, wie ihr gesehen habt. Und ja, das ist mein dritter Stativwagen. Ich habe mir da schon mehrere von gekauft, weil ich damit einfach die Lampen und Stative besser bewegen kann auf dem Boden. Kamerafahrten sind dafür natürlich, also Kamerafahrten kann man damit natürlich nicht gut machen, wenn der Boden nicht glatt ist. Denn diese Rollen, wenn hier Staub oder Dreck drankommt, dann rollt das Ganze natürlich nicht mehr glatt. Dann hat man ein Wackeln in der Kamera. Also bei Fahrten, wenn man da was machen will, braucht man wirklich einen absolut sauberen Boden, absolut glatten Boden. Das hat man in der Regel in einem normalen Zimmer nicht. Selbst bei Parkettboden, wo man denkt, der wäre glatt. Es ist definitiv nicht so, ihr würdet da ruckeln auf dem Video sehen. Das wäre jetzt ein kurzes und kleines Unboxing, einfach mal so ein Infovideo, was man da so bei Produkten aus China öfter hat. Das hat sich der sicher der ein oder andere schon mal gefragt. Jetzt habe ich das Ganze hier mal am Beispiel eines solchen Wagens gemacht. Jetzt wisst ihr Bescheid, wenn ihr das nächste Mal ein Produkt seht, das wirklich haargenau gleich aussieht. Ein anderer Aufkleber, die sind oft gleich. Und da gibt es verschiedene Hersteller. Es gibt diesen Stativwagen zum Beispiel auch noch von zwei, drei anderen Herstellern auf Amazon. Die sehen alle gleich aus. Preise sind unterschiedlich, aber man kriegt das Gleiche halt. Das habt ihr jetzt hier gesehen. Das war ein kleines Infovideo, kurzes Unboxing. Diesen VX600 habe ich ausgiebig getestet und geunboxed. Das Video werde ich euch auch unten verlinken. Da könnt ihr schauen, wenn ihr das genauer wissen wollt, wenn ihr sehen wollt, wie das Ganze hier im Detail aussieht und so weiter. Ein Testartikel gibt es natürlich auch noch. Wie gesagt, die sind ja gleich. Und ein Testartikel, das Video werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Genauso wie die Links zu diesen Rollwegen. Das war's von mir. Ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video.